Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu LS17 Animals Projekt auf der nordfriesischen Marsch. Etwas verändert jetzt mittlerweile. Und ja, mit dem Tiger und dem Physi. Hallo. Moin. Und der Tiger muss noch mal ganz kurz seine Kopfhörer oder sein Dings etwas leiser machen. Das wird sich doppelt hören. Ja. Hast du über Lautsprecher? Nee, eigentlich nicht. Ach so, aber dann hast du wahrscheinlich ein Headset, was so laut ist, dass es eine Rückkopplung über das Mikrofon am Headset gibt. Ja, das kann sein, aber gestern beim Stream habe ich so ein bisschen sensibler eingestellt. Ja. Wie Jui, der hat das auch gemacht. Ja. Also. So, theoretisch müsste jetzt besser sein. Ja, ist weg. So, wir waren ja das. Ach, scheiß, dachte die Wand an. Jetzt bin ich da weggefahren. Ich hatte gerade so schön eingepackt. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben mit den Tieren hier, jedenfalls auf meiner Seite. Dann hat sich auf der Karte noch ein bisschen was getan. Wir haben nämlich jetzt eingebaut, dank Tiger, die Weberei einmal und haben noch eine zusätzliche Mod mit drauf, und zwar die platzierbaren Fermentierer. So, die Weberei ist. Moment, wo ist die Weberei? Feld 6. Feld 6, Edeka Markt, musst du hinspringen. Tiger, ich sehe dich. Supermarkt Edeka besuchen. Oh, seid denn ihr zwei? Da hinten. So. Ja, da steht das gute Stück. Ey, guck dir das noch mal an, da hinten. Hast du zufällig eine Pumpgun mit? Da sind schon wieder Schweine im Mais. So. Wo? Ach so, hier, lol. Ja, hier steht jetzt fest eingebaut. Die wunderschöne Weberei, wo wir unsere Wolle hinschaffen können, nämlich einmal Anlieferung Wolle, dann haben wir hier drüben noch die Anlieferung Diesel, und diese Körbe hier müssen wir nicht hinschaffen, ne? Nein. Genau, die sind nämlich schon da. Genau, Wolle und Diesel, und dann geht's aber. Hier haben wir natürlich auch einen wunderschönen, wie nennt sich das hier, Sammeldings hier. Ja, kannst du Wollkollektor oder so nennen. Ja, genau, so ein Kollektor. Ne, da geht eine Menge drauf, das ist ganz cool. Da muss man nicht ständig abfahren, wenn eine Palette fertig ist. Da müsste, glaube ich, mit Spawnplatte, glaube ich, so 31 Plätten drauf gehen. Aber hallo! So, das heißt, mit einem Schlag reich. Wir müssen uns aber erstmal noch als Admin anmelden, sehe ich gerade so. Das ist ja wunderschön hier. Ja, sehr gut. So, dann modtechnisch. Gehen wir hast einmal. Hast du toll gemacht, Tiger. Sehr vielen lieben Dank. Ja, das Lob gilt aber nicht nur mir alleine, sondern auch dem guten Tom, weil der hat mir ein bisschen bei den Skripten geholfen. Kannst du es Tom jetzt endlich? Landa, ja. Hat, ja. Hat er auch da seine Finger mit im Spiel gehabt? Tom, ey, das ist auch einer, der hat überall die Finger drin. Ohne Witz, immer wenn du hörst, ja. Tom hat mir... Ah, der Tom, das ist ein ganz schlecht. Ja. Das muss auch, da muss auch ziemlich weit oben sein, ey, der Tom, weil der mischt überall mit. Ja. In der Modder-Szene, ohne ja, das ist, also, Mod, ohne also, ihn geht gar nicht. Ja, den hat ja auch noch nie einer gesehen, ne? Das ist ja so ein kleines Phänomen, der Tom. Mhm. Ja, und er hat übelst viele am Start und so. Mods. Dickes Business? Mods. Meine ich. Mods. Ja, dickes Business. Keiner weiß, wie er aussieht. Ja. Der ist wie... Das American Gangster. Hast du den Film schon mal gesehen? Ja. Ja. So ist Tom ungefähr. Okay, aber sei es drum. Das Teil müssen wir jetzt platzieren, oder? Den Fermenter meinst du? Oder haben wir den schon? Nee, den müssen wir noch platzieren. Lass uns den mal im Hof platzieren. Ja, das Problem ist, der kostet 120.000. Aber den Fermenter können wir doch platzieren, oder? Ja, den schreiben wir uns wieder gut. Wollte ich gerade sagen, also da würde ich schon, also der ist ja... Also auf manchen Maps ist der ja standardmäßig von Anfang an verbaut, also von daher... Ja komm, platzier den mal irgendwo hin hier am Hof. Komm, ich spreche mal mit der Bank und... Zack, die Bohne, ey. So, auf jeden Fall, ey, was ich erzählen wollte, ne? Also, ich war, liebe Leute, ich war gestern zum Geburtstag gewesen von einer Freundin, die ist, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Das muss ich euch auch noch erzählen. Da könnte ich ja, naja. Und ist, hat Geburtstag gehabt, hat halt gefeiert und so weiter und war übelst cool gewesen. Naja, im Endeffekt, das, was ich trinken wollte, gab's nicht. Und es gab halt, sie hatte halt nur Weinschorle und... Bier. Und ich bin ja jetzt, also ich trinke mal ein Bier. Ja, ich trinke auf der Baustelle mit den Kumpels mal ein Bier und so, habe ich kein Problem. Aber ich bin absolut nicht so der Biertrinker. Und ich wollte halt eigentlich, ja, ich wollte halt was Gemischtes trinken, so.
Gab es jedenfalls nicht. Dann habe ich gedacht, gut, gebe ich mir schön die Weinschorle. Naja, was machst du natürlich? Alle männlichen Parts sitzen da und trinken Bier. Ne? Und du sitzt natürlich da mit dem Weinglas und ziehst ja da ganz dezent die Weinschorle rein, ne? Ich meine, die Büchsen hat schon auf meiner Seite, so ist nicht, aber ja. Und ein Kumpel hat dann immer so gedacht, naja, der muss mich da ein bisschen blöde machen. Naja, nein, das ist Quatsch, blöde machen nicht. Halt so ein bisschen aufziehen oder lustig machen, weißt du? Ja, ja. Und alles. Und da habe ich dann so mein Weingläschen immer in der Hand gehabt und habe getrunken. Und wow, da gehen ja alle Schweine rein. Wie viele Schweine soll ich denn jetzt wegschaffen? Ja. Warte mal, uns fehlen Schweine. Wo sind unsere Schweine? Die hast du gerade zum Schlachter gebracht. Ach lol. Nee, die habe ich ja hier schon drin. Jetzt, okay. Aufladen? Wieso denn aufladen? Warte mal. Ach so. Ach Mann, Tino, du bist so ein Trottel manchmal. So, bestätigen. 27 Tiere aufgeladen. So, ja, und da ich saß so auf so einer Bank, ne? Und da saß halt neben mir und da bin ich dann immer so langsam, immer so in bestimmten Zeitabständen immer weiter an ihn rangerutscht. Gell? Ja. Und irgendwann hat er so gesagt, ey, Alter, ich will nichts sagen, ne? Aber du kommst immer näher. Ich sagte, ich brauche mal einen halben Meter Abstand hier. Ich sag, ich weiß. Aber diese Weinschorle, die macht mich so kribbelig. Und da habe ich den da übelst, ey, da bin ich wieder schön rangerutscht, weißt du? Ey, der ist übelst durchgedreht, ey. Ich sag, jetzt komm doch mal her. Ne? Also, ich glaube, den, ja, und da habe ich. Ich hätte so gesagt, habe ich so einen Arm genommen und habe gesagt, komm, lass dich mal drücken. Ja, es ist das, wenn man den Manus dann ärgert, ne? Oder hier denkt. Ja. So, wo waren jetzt im Endeffekt der Schlachter? Da war der, genau. Da fahren wir jetzt hin. Aber so war ganz lustig. Also, ich weiß gar nicht, wann wir heim sind. 12:30. Sind wir nach Hause. Ja. Und dann habe ich noch irgendwas geguckt im Fernsehen. Ich weiß gar nicht was. Ach, und dann blöd wie die natürlich sind, ne? Also pass auf, da wo wir gefeiert haben, die hat ihren neuen Freund vorgestellt gleich. Ja, genau. Ja. War ja der war ganz nett, gell? Also das hat gepasst, ja, der war ganz nett und alles. Jetzt holen die abends, ne, wieder hier alle schon leicht rund, holt die das Handy raus und macht irgendwelche YouTube-Videos von mir an. Ich hab gesagt, sag mal, bist du noch steif oder was? Ich sag, mach das doch mal aus jetzt, das interessiert hier gerade keine Sau. Doch, ich muss das Video sehen, wo ihr Yoga macht. Das will ich meinem Freund zeigen. Ich sag, tu das Handy weg. Das Problem ist nur, die hört ja nicht. Das ist absolut sinnlos bei der. Also die hört nicht, ne? Die ist so, die hört einfach nicht. Ja, und da hat die dem dann das Yoga-Video vorgespielt. Naja, der hat sich natürlich komplett bekugelt. Und es war, ach nee. Aber ich mag das einfach. Ich mag das dann nicht. Weißt du, wenn so dann, ja. Da sitzen Leute und dann ziehen die sich dein Video rein, du sitzt so daneben und ich meine, ich stehe zu dem, was ich mache, ohne Frage. Aber ich finde einfach, das ist da irgendwie so fehl am Platz. Keine Ahnung. Naja, es ist egal. Also, es war lustig. Warum fährt er nicht weiter? Hier ist eine Colli. Hier ist aber nichts. Ich glaube, da steht ein unsichtbares Auto. Aber im Endeffekt, egal, wie war euer Wochenende? Boah, eigentlich ganz gut soweit. Ja, es ging, ne? Samstag noch gearbeitet. Ah. Ja. Dann. Ja, war's dann. Was habt ihr denn gemacht gestern? Ich habe gestern gar nichts gemacht. Ich habe gestern noch ein paar Folgen aufgenommen. Der PlayerUnknown's gespielt? Ich wollte, aber wir waren dann zu viele und ich hatte noch nichts gegessen. Ich sagte, komm, Jungs, ich scheide aus. Okay. Weil das ist dann immer so das Schweigen der Lämmer. Ja, wir sind zu viele, wer geht? Ja, ich sag, komm. Strohballen durch TS fliegen. Ja, ich gehe. Oh.
Alle so, ah, Füße schade, okay, können wir anfangen? Ja, genau, so ungefähr. Aber, schade, aber danke, dass du das machst, Füße. Voll nett von dir. Wann fangen wir an? Ja, jetzt müssen wir es aber beeilen. Ja. Tschüss, Leute, ich bin jetzt weg. Jojo. Ja, ja, das ist undankbare Folge, ey. So sind sie. Ja, ja, aber. Ansonsten, also, was hast du da noch aufgenommen? Bausimulator und Kreis Unna und bei der Kreis Unna. DLC, kann das sein? Ja, genau. Und bei der Kreis Unna bin ich dann. Ist gerade meine Laune nach unten. Ja, bin ich geraged. Ich sage, Toto, wir hören jetzt ja auch, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Glaube ich. Und dann war Ende. Ja, dann habe ich wollte ich eigentlich noch eine Folge Porno Tycoon aufnehmen. Aber das Spiel ist echt auch kacke. Ach, Quatsch. Ja, scheiße, ey. Das ist normal bei solchen Games. Ja, und dann habe ich nichts mehr gemacht. Also dann habe ich Fernsehen geguckt. Wir haben ja jetzt den Fire TV Stick, den neuen. Habe ich den mal getestet, habe ich ein paar Folgen. Amazon? Ja, genau. Was habe ich geschaut? Hier, mit dem Jungen, der so viel trinkt. Hier, Charlie Sheen. Hättest du mal die Filme geschaut, die ich dir empfohlen habe? Ja, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Two and a Half Men habe ich geguckt. So. Two and a Half Men, ja. Und dann war... Ende. Ich kann hier immer noch keine Tiere abladen. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Warte mal, wie macht man die Trigger, wie lässt man sich die Trigger anzeigen? Warte mal, das war F5. F5. Ja. Warte mal, aber hier der Trigger. Okay. Also meiner Meinung nach stehe ich in dem Trigger voll drin, ne? Abladen tut man doch auch mit R, oder? Irgendwie schon, ja. Geh mal rein, also es funktioniert nicht. Sinnlos, ey. Warum können wir jetzt diese Kacktiere nicht abladen? Was ist denn das für ein Dreck? Das Teil war aber schon verbaut, original, ne? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Oder hast du daran rumgespielt, du? Hä? Ach so, nee, habt ihr was gemacht daran? Nö. Kann nicht sein, ey. Boah, das ist auch... Ja, ich darf da den Punkt gar nicht sein, sowas zumindest bei der passierbar. Kann ja nicht sein, ist noch zum Heulen schon wieder. Warum geht denn das nicht? Mann, ich will hier die Schweine endlich in die Schlachterei bringen und jetzt ist das blöde Ding kaputt. Oder ist der Transporter? Nee, der müsste ja eigentlich jetzt, müsste ja eigentlich schon reagieren, oder? Irgendwie schon, ja. Wer müsste reagieren? Der Transporter. Kennst du den Film Transporter? Ja. Ja, ja, ja. Kann doch nicht sein, ey. Das sieht auch nicht wirklich aus, als wenn hier ein Trigger wäre. Warum hier? Das ist doch ein Trigger, oder? Das Gelbe. Der bis hier hinter geht, hier, bis hierher. Oder sind die eigentlich richtig gelb markiert, nochmal so orange? Nö, aber hier, das sieht genauso aus. Guck mal hier, die Einlieferung von Kartons und Paletten, da sieht der Trigger genauso aus. Na, der ist ja auch so hell orange, wie du guckst, dieser hier, aber das... wird da drüben nicht.
Oh, ich find's auf jeden Fall zum Kotzen schon wieder, ey. Haben wir endlich mal Schweine hier zum Anliefern? Und dann so ein Mist. Rein da jetzt, du Kackding. Hab ich vielleicht den Trigger vergessen? Nee, das Ding funktioniert doch. Das ist doch. Ich glaub nicht, dass der Modder hier was vergisst. Och Mann, ey, und jetzt? Die Schweine sind voll ungeduldig, die wollen endlich geschlachtet werden. Dann mach die noch ein bisschen fetter. Sinnlos. Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist irgendwas nicht eingetragen vielleicht? Ich mir nochmal angucken, aber so ein Mist, ey. Ja, dann können wir die Viecher nicht zum Schlachter schaffen, ist halt jetzt so. Ach. Ja, dort schauen wir in der nächsten Folge, moderieren wir ab, mein Sohn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ja, schaut bei den anderen vorbei. Wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss. Tschüss.